Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserer Busfahrschule OE-Kanal. Heute haben wir das Thema Abfahrtskontrollkarten, 10 Stück an der Zahl. Die versuchen wir mal ein bisschen aufzuarbeiten, damit ihr wisst, was es damit auf sich hat bei der Prüfung. Wenn ihr das natürlich sehen wollt, dann bleibt dran. Also Leute, ich habe mir mal hier so ein Buch besorgt hier, und zwar Abfahrtskontrolle für die Klassen C, C1, D, D1 und sogar T wie Traktor nach den neuesten Richtlinien, ja. Und hieraus kann man dann eben halt lernen, und ich versuche hieraus euch darzustellen, wie das im Einzelnen alles verläuft. Und zwar: Für die Voraussetzung, das Bestehen der praktischen Prüfung, ist die Fähigkeit des Bewerbers, also sprich ihr, an sein Prüfungsfahrzeug aus Gründen der Verkehrssicherheit selbstständig Teile einer Abfahrtskontrolle durchzuführen, gegebenenfalls die entsprechende Information auf einem Display abzurufen. Dies hat entsprechend der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs zu erfolgen. Ja, was verstehen wir darunter? Also, für die Abfahrtskontrolle besteht eine Auswahl von Aufgaben aus 6 Sachgebieten. Diese Aufgaben sind auf 10 Karten verteilt. Auf allen Karten ist die Position der Sachgebiete gleich. Für die Klassen D und D1 ist auf jeder Karte unter Position 7, also die letzte, eine Aufgabe zur Prüfung der Handfertigkeiten aufgeführt. Die Handfertigkeiten können an einem Modell, zum Beispiel Scheinwerfer oder so, durchgeführt werden. Für die Klasse T gilt: Unter Position 1 aufgeführte Aufgaben aus dem Sachgebiet EG-Kontrollgeräte sind nicht zu beantworten, also für Traktor und sowas alles. Die Abfahrtskontrolle bezieht sich auf die Zugkombination. Ja, und so sieht es dann aus. Dann müsstet ihr natürlich das alles hier erstmal gelernt haben. Das werdet ihr in der Fahrschule lernen. Die ganzen Verordnungen, hier EG-Kontrollgerät, das ist bei Kontrollnummer 1 zum Beispiel, die sind gegliedert hier so nach Nummern. Und ganz zum Schluss haben wir dann hier die Kontrollkarten. Moment, die haben wir gleich. So sehen die aus, zum Beispiel Karte 1, Karte 2, dann gibt es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und zuletzt die 10. So, wenn wir uns da mal die erste Karte anschauen, ja, Aufgaben von Fahrtantritt am EG-Kontrollgerät. So, wenn an 1 gezogen hast, die Karte zum Beispiel, und als erstes kommt Aufgaben von Fahrantritt am EG-Kontrollgerät. Ja, was macht ihr jetzt an dem Kontrollgerät? Ja, ich versuche euch das mal zu demonstrieren gleich im Anschluss. Ich lese mal die Frage 2 weiter. Kontrolle des Stands der Bremsflüssigkeit. Erstmal gucken, mein Fahrzeug, ein Bus, hat der überhaupt Bremsflüssigkeit? Ja. Prüfen der Reifengröße anhand der Zulassungsbescheinigung Teil 1, also sprich Fahrzeugschein. 4. Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen. Und dann bei 5. Sichtprüfung von Kühler und Kühlerleitungen. Kontroll des Kühlflüssigkeitsstandes. Und 6. Warnleuchte Funktion, Warndreieck, Warnweste vorhanden sein, wo der sich aufhält, und eben halt das Bedienen. Und zum Schluss Frage Nummer 7, Funktionsprüfung der Verständigungsanlage mit Regelung, Lautstärke und Umschalter zwischen Fahrer- und Beifahrermikrofon. So, das wären bei Karte 1 die Sachen, die wir machen müssen. Und die versuche ich euch jetzt mal zu erklären. So, wenn wir in unser schlaues Büchlein hier gucken, so gehen sie vor. Sie öffnen, sofern vorhanden, das Kartenschubfach. Sie stecken Ihre Fahrerkarte oder die Fahrerkarte Ihres Fahrlehrers in den Kartenschacht 1. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Fahrkarte nach vorne und der Chip nach oben aufweist. Also so. Sie schließen, sofern vorhanden, das Kartenschubfach. Nun liest das Gerät Ihre Karte ein. Sie beobachten das Display, möglicherweise begrüßen Sie
kurz die Orts- und UTC-Zeit. Ja, ich bin ja hier in einem Citaro C2, den 9 drin. Da könnt ihr Kontrollgerät sehen. Ich habe darüber eigentlich auch einen ausführlichen Film gemacht. Das könnt ihr euch natürlich dann auch anschauen. So sieht's aus. Hier ist Schacht 1, hier ist Schacht 2. Wie kommen wir jetzt aber da dran? Das ist jetzt der modernere. Wenn man jetzt davor steht, drückt man hier drauf, überall die ganzen Knöpfe, der wird nicht rauskommen. Da gibt es einen Trick, und zwar hier auf das Mannequin hier lange draufhalten, so 5 Sekunden, dann springt er auf. Ja, und dann kann man hier, das kann man auch noch so zur Seite tun, hier die Karte so reinstecken, was ich jetzt nicht mache, sonst habe ich mir da was eingebaut. Ja, so, Karte rein. Und alles dann eben halt so wie in dem Video beschrieben. So viel zu Punkt 1. So, je nach Gerättyp, Laufbalken, dann geht das hier so zum Beispiel, dann erscheint der Name von dem Fahrer. Eingabe, Nachtrag, ja oder nein. Eigentlich immer mit ja beantworten, weil wir ja den Nachtrag machen müssen. Ja, wenn nein, eben halt nein. Dann geht es weiter. Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät. So, wir sind ja auf Frage 1 gewesen, Karte 1. 1 haben wir jetzt erledigt, dann 2, Kontrolle des Stands der Bremsflüssigkeit. Jetzt frage ich euch, ein Bus, ein LKW mit Luft und so, hat der Bremsflüssigkeit? Natürlich nein. Also entfällt der, dann könnte man eben halt sagen, wenn man so ein Fahrzeug hat, der ist mit Luft, der hat kein Bremsflüssigkeit. So, dann unter 3, prüfen der Reifengröße anhand der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Dann suche ich den jetzt mal raus, dann gehen wir raus und gucken uns mal da die Reifen an. So, erst schauen wir uns ein schlaues Büchlein nochmal nach. Räderreifen, Federung, Lenkung. Prüfen der Reifengröße anhand der Zulassungsbescheinigung. Ja, hier steht zum Beispiel 315. Das ist jetzt nur ein Beispiel. 315, 70, R, 22, 50. Und wenn ihr dann natürlich in der Ausbildung seid, dann habt ihr das alles schon auswendig gelernt und wisst, was das ist. Da gehen wir jetzt mal raus und versuchen das mal zu finden, was hier ist. So, jetzt habe ich mal hier, das hier, bei dem ist das 315,70 und hier ist zum Beispiel 275-70 R225 M und S, Matsch und Schnee. Also, ja, so sieht's aus, so habt ihr das halt gefunden. Dann gucken wir uns weiter, Nummer 3 haben wir schon gehabt, 4. Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen. Das brauche ich euch jetzt wohl nicht demonstrieren, einfach mal Licht an, wenn der Fahrlehrer dabei ist oder jemanden dann eben halt auf Bremse drücken lassen. Das kann man dann eben halt eine Sichtkontrolle, das kriegt ihr wohl hin. Und 5. Sichtprüfung von Kühler und Kühlerleitungen, Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes. Das können wir jetzt mal machen. Gehen wir mal nach hinten hin und gucken uns das mal an. Wir sind immer noch an diesem Citaro hier dran. Ja, hier könnt ihr auch sehen, Kühlflüssigkeit. Nie aufdrehen, weil wenn er warm ist, das verbrüht ihr euch. Hier kann man an der Farbe schon sehen, bis hier vorne hin. Ja, ob alles dicht ist, einfach mal kontrollieren. Das wurde ja gefragt. Den Flüssigkeitsstand, die ganzen Schläuche, und hier könnt ihr das noch mal besser sehen, wenn ihr da nicht euch sicher seid. Bei kalt, Minimum wäre hier, Maximum wäre da. Ja, ist alles in Ordnung, alles dicht, neues Fahrzeug. Einfach mal eben entlang der Kühler, guckt ihr mal, wo die ganzen Schläuche dann so hingehen. Einfach mal Sichtkontrolle, ob da irgendwo was dicht, undicht ist oder so. Und der Kühler, der sitzt hier, der ist auch dicht. Ja, das wollen wir nur wissen, dass ihr auf Anhieb eben halt sofort wisst, wo der Kühler sitzt, wo der Behälter sitzt und wie man den kontrolliert. So viel dazu. Dann Frage 6. Warnleuchte, Funktion, Warndreieck, Warnweste und das Vorhandensein.
Da müsst ihr natürlich gucken, wo das alles ist. Das machen wir jetzt auch. Wir haben ja den Citaro, bei den anderen MANs und so immer verschieden. Sowieso macht ihr eine Abfahrtskontrolle und wenn ihr sowieso den Fahrschulwagen habt, dann wisst ihr eh, wo das ist. Bei den meisten ist das da oben, hier bei dem Citaro, bei dem neuen, der hat alles hier vorne, ja, Verbandskästen, Warndreieck, Warnweste für die Rampe hinten zum Aufmachen, Warnleuchte und so, alles ist hier drin. Will ich jetzt auch nicht auspacken. Ihr wisst ja, damit umzugehen. Ganz wichtig ist auch eben halt, könnt ihr vielleicht auch noch erwähnen, dass der gültig sein muss. Mal gucken, ob das auch stimmt hier, was ich hier habe. Ja, der ist bis zum 25 sogar. 0331. 5 Jahre ist der noch gültig. Dann tun wir den mal hier wieder rein. Jetzt kriege ich den nicht rein. Doch. Ah, unten ist das Ding reingefallen. Moment. So, erstmal den wieder raus hier. Den rein. So, und der war hier drin. So. Dann haben wir hier Frage 7. Funktionsprüfung der Verständigungsanlage mit Regelung der Lautstärke und Umschalten zwischen Fahrer- und Beifahrermikrofon. Das könnt ihr dann natürlich gucken. Entweder habt ihr einen Reisebus oder hier bei dem hier. Hier vorne ist das Mikrofon. Ja. Und da könnt ihr dann eben halt... Der hat hier die Knöpfe, einmal für Innenansage, Außenansage, wenn man drauf drückt und dann spricht. Und Verständigungsanlage, wenn die auch den Funk meinen, eben halt, wie das Hand zu haben hat. Ist jedem verschieden, deswegen will ich euch das jetzt nicht direkt alles vorführen und jemanden belästigen. So viel zu den Fragen. Fragekarte 1. So, machen wir Karte Nummer 2 auch direkt mit. Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, bei 1 war Aufgabe Vorfahrtantritt und jetzt haben wir Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät. So, haben wir die Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät. Die meisten EG-Kontrollgeräte zwischen den Lenkzeiten automatisch auf. Beim Stehen im Fahrzeug muss die jeweilige Zeitgruppe korrekt eingestellt werden. Wer die Schalter nachlässt oder falsch bedient, riskiert die Aufzeichnung zu lange Arbeits- und kurze Pausenzeiten. Wenn man hier so ein analoges Kontrollgerät hat, hat man hier die Schalter, ja, 1, 2, stellt man und hier stellt man automatisch. Wenn der Prüfer zum Beispiel fragt, vorgeschriebene Aktivität, Arbeitsunterbrechung, ja, dann muss man sofort wissen, wo, was ist jetzt Arbeitsunterbrechung, was ist Bettruhe, was ist Arbeitszeit. Ja, und bei dem Digitalen hat man das auch hier vorne mit den Schaltern hier 1, 2, wenn man drauf drückt, dann kommen diese Symbole. Aber wie gesagt, das hier ist so eine Kurzfassung. Ich kann das nicht alles ausführlich euch jetzt erklären. Wenn ihr in der Fahrschule seid, da kriegt ihr das natürlich erzählt. Oder ich mache, guckt ihr den Film, den ich separat mal gedreht habe. So, als zweites ist gefragt, Prüfen der Druckwarneinrichtung. Was kann das wohl heißen? In unserem Büchlein steht, der Verlust von Druckluft muss vom Fahrer rechtzeitig erkannt werden. Darum unterstützt ihn die Druckwarneinrichtung. Deren Funktion muss regelmäßig überprüft werden. Sie erläutern, dass die Druckwarneinrichtung vor einem nicht ausreichenden Vorratsdruck warnt, also wenn der Prüfer euch das fragt. Sie prüfen durch mehrfaches Betätigen der Betriebsbremse im Stand des das Ansprechen der Druckwarneinrichtung. Können wir jetzt ja auch mal gleich bei dem machen. Das wird zwar ein bisschen länger dauern. Aber wir probieren es mal. So, jetzt haben wir den Motor ja aus. Wir drücken mal immer auf Bremspedal. Könnt ihr hier sehen. Und warten darauf, bis die Druckwarneinrichtung irgendwann mal anspricht. So pumpen wir sozusagen Luft raus. Dann muss die gleich irgendwann ansprechen. Bei den älteren Fahrzeugen ist das ja so, dass das schon sofort nach ein paar Mal bremst. Der Druck abfällt, aber bei dem dauert das jetzt noch. Ich habe jetzt mal umgestellt auf Dings Barometer, vielleicht können wir da was erkennen.
Ja, das ist das. Seht ihr, jetzt ist alles rot. Bremskreis 1 und Bremskreis 2, der ist jetzt im. Das müsst ihr dem Prüfer so erklären. Jetzt habe ich euch das auch mal vorgeführt. Wenn man den jetzt natürlich laufen lässt, Moment, dann füllt er sich gleich wieder. Eins hat schon direkt voll und zwei zieht auch gleich nach. Dauert ein bisschen Gas geben. Das will der Prüfer hören und auch sehen. Könnt ihr ihm erzählen, wie das alles so geht? Das meinen die damit. So, jetzt ist wieder alles okay und wir können fahren. So, dann Frage 3. Prüfen der Tragfähigkeit und der Höchstgeschwindigkeit des Reifens anhand der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugscheins. Dann gucken wir gleich wieder in unseren Heft. So sieht die Bescheinigung dann aus. Das waren ja vorhin die Größe und hier das letzte hier, müssen wir gleich mal suchen. Das ist wohl vergleichen Angaben im Fahrzeugschein mit den Angaben auf dem Reifenwand. Sie schlagen bei Abweichungen geeignete Maßnahmen vor, zum Beispiel Anfrage beim Hersteller oder überwachende Institution. Die Überprüfung erfolgt exemplarisch an einem Rad. So, jetzt gehen wir uns mal das mal gucken, diese 145, 50 oder was unser Reifen hier hat. Wir haben immer noch. So, wo ist er denn hier? Da, der hat hier zum Beispiel, könnt ihr sehen, der steht zwar auf dem Kopf, aber 150-145J und dieses 152 zu 148. Sofort auf das hier hinzeigen, sagt ihr, da ist für die Tragfähigkeit, das ist für die Größe. Dann habt ihr das sehr wahrscheinlich dann auch schon richtig beantwortet. Dann Sichtprüfung von Kühler. Achso, wir sind bei 4. Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion überprüfen. Das kennt ihr ja auch. Einfach mal hupen und dann mal Lichthupe. Wisst ihr auch, wo das ist? Warnblinklicht anschalten, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion überprüfen. Ist auch eindeutig. 5 haben wir auch schon gehabt. Sichtprüfung von Kühler, Kühlleitung, Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes. Aber jetzt 6 Unterlegkeile, Anzahl und Unterbringung. Da muss ich jetzt bei dem auch mal gucken, wo der sich befindet. Es kommt immer darauf an, mit was für einem Prüfungsfahrzeug ihr unterwegs seid. Wenn das ein Dreiachser ist und ein Reisebus ist, dann hat er ja zwei. Aber da wir jetzt hier in diesem Citaro noch nicht mal ein Gelenk, das ist ein Solo, könnt ihr sehen. Der ist bei dem zum Beispiel hier unten. Also den Keil immer suchen, wo der ist und darauf achten, ob das ein Dreiachser ist oder ein Zweiachser. Dreiachser haben zwei Keile mit sich, müsst ihr mit euch führen und ansonsten nur eins. So, dann Frage 7. Überprüfung der Notausstiege und Nothemmer. Überprüfung der Notausstiege. Das heißt, Notausstieg. Könnt ihr ja hier immer gucken. Zum Beispiel hat er hier Notausstieg. Ja, da sind die Hammer. Da ist auch der Nothammer, auch Notausstieg. Einfach mal zeigen, wo die sich befinden. Da will ich jetzt nicht öffnen. Nagelneues ist sogar noch verblombt. Seht ihr, das wäre auch ein Nothahn zum Öffnen. Aber eben halt hier Notausstieg, wenn ihr wisst, wo die sind. Da hinten und die natürlich die dazugehörigen Hammer dazu. Einfach nur dem Prüfer mal zeigen. So Leute, so viel zu den Abfahrtskontrollkarten. Bei 2 habe ich mal aufgehört. Ich überlasse euch jetzt mal, ob euch das was gebracht hat, ob ich das irgendwie so gut erklärt habe. Wenn euch das Spaß gemacht hat, ihr davon was gelernt habt und noch mehr lernen wollt, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Dann mache ich die anderen Karten auch jeweils mit einem anderen Bus, mit dem ich gerade mal unterwegs bin, weiter. In diesem Sinne, denkt dran, das Abonnieren nicht vergessen, Leute. Wenn euch das gefallen hat, auch das Daumen hoch. Und ansonsten sieht man sich in einem Livestream oder in einem anderen Video hier auf Busfahrschule OE. In diesem Sinne, macht's gut, euer Mehmet OE.